40 Jahre nach Flower Power Protest und Make Love Not War gibt es eine neue Jugendbewegung ganz rechts. Nicht kleine Neonazi-Sekten, Skin-Grüppchen oder dumpfe Wirtshauszirkel sind die Basis der tagtäglichen Gewalt gegen Ausländer und alles, was sonst noch anders scheint, sondern, man mag das wahrhaben wollen oder nicht, eine echte Massenbewegung. Fast unbemerkt hat sich eine rechte Kultur, wenn man denn da den Begriff Kultur verwenden will, gebildet. Die rechten Rockgruppen heißen Kahlkopf, Stuka, Werwolf oder Kraft durch Freude. Der Pogo-Tanz ist eine Mischung aus Thai-Boxen, SA und Schwulensauna. Und in den Szeneläden werden grün-braun-völkisch-esoterische Produkte angeboten. Thomas Ammann und Nicole Brock haben sich in der rechten Ecke umgesehen. Rechtsextreme Parolen und Rock so hart wie Stahl. Die Skinhead-Band Störkraft auf dem Marsch in ein neues Deutschland. Ich will auch, dass ihr alle noch den Kampfgeist habt. Für Deutschland zu kämpfen. Ja! Okay, alle fallen heute Abend. Und wir sehen und bleiben die Kraft für Deutschland. Auch Kraftschlag hämmert für das Vierte Reich. Auf ihren Schallplatten verherrlichen die spätgeborenen Hitlerfans den Straßenkampf und hetzen zum Sturm auf Asylantenheime. Frontmann und Texter der Neonazi-Band aus Schleswig-Holstein ist der 24-jährige Jens Arpe, kahl, brutal und tätowiert. Der rechte Nachwuchsmusiker steht in Treue fest zu seinen Kameraden an der Skinhead-Front. Die meisten Skins sind eben Nationalisten oder eben halt auch Nationalsozialisten, das ist ganz klar. Was bist du? Ich kann nicht vor laufender Kamera sagen, ich bin Nationalsozialist, also sage ich, ich bin Nationalist. Sonst ziert sich Arpe erheblich weniger. Vor der Kamera eines Mitstreiters posiert er stolz im T-Shirt Marke Eigendruck mit dem HJ-Schwur Blut und Ehre. Dazu die Kraftschlagtexte, garantiert rassereien. Völkisches Grunzen aus der Kellergruft wird zum Programm. Frank Rennecke, Mitglied der rechtsradikalen Wikingjugend. Seine selbstverfassten Heldenlieder von Führer, Volk und Vaterland spielt er am liebsten vor Neonazis. So erfüllt er seine Mission stets treu im Geiste seines größten Vorbilds, Rudolf Hess. Ich glaube, man kann sich trotzdem auch zu einer Person wie Rudolf Hess auch als Stellvertreter des ehemaligen Reichskanzlers immer noch bekennen, der ja nicht umsonst damals schon das gute Gewissen der Partei genannt wurde. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. So blickt der rechte Barde verklärt zurück auf vermeintlich glorreiche Zeiten eines nicht ganz tausendjährigen Reiches. Deutschland rechts im Aufwind. Mehr als 10.000 Schallplatten hat Rennecke schon an den Kameraden gebracht. Braunes Gedankengut hat Konjunktur. Ein Streichholz kannst du brechen, 15 vielleicht auch noch, aber eine ganze Schachtel brichst du schon nicht mehr. Und ich denke mir, das sollte uns irgendwo auch zu denken geben. Und ich glaube, wenn es gelungen ist, in Mitteldeutschland unter einem knallharten Stasi-System, einer der besten Geheimdienste dieser Welt, trotzdem hat man es einfach nicht geschafft, diese Regimegegner abzudrängen. Je mehr Leute es gibt in Deutschland als Regimegegner, je mehr Leute es heutzutage in Deutschland gibt, die sagen, das ist nicht richtig. Die Herrschaften ganz oben werden darauf reagieren müssen. Überzeugungstäter Rennecke drückt auf der Bühne genau das aus, was die vereinte, rechte deutsche Jugend bewegt. Ich bin für ein reines Deutschland. Ein Deutschland ohne Drogen, ohne Kriminalität, ohne Ausländer. Auferstanden aus Ruinen sind bei den Kids in Ost und West altbekannte rechte Parolen. Mit Neonazis und Skinheads entstand eine gesamtdeutsche Subkultur, laut, brutal und national.
Zitat, die Taz schlingert in den Abgrund, Willi is gone, Petra Kelly bekam vom Friedensgeneral die Kugel. Durch den Zusammenbruch des Ostblocks und dann die Wiedervereinigung 1990 ist natürlich der auch offensichtliche totale Bankrott linker Ideologien und Vorstellungen erfolgt. Und jeder konnte das also auch mitverfolgen, wenn man vorher also nur rein auf dem theoretischen Bereich meinen konnte, man hätte die besseren Argumente oder hätte die bessere Wirklichkeitswahrnehmung, ist man seit, werden die Konservativen oder Rechten seit 1989 natürlich laufend bestätigt. Wohlwollend begleitet unter anderem auch CDU-Rechtsaußen Heinrich Lummer die junge Freiheit. Besonders die beachtliche Auflage des Blattes stimme ihn froh, ließ Lummer die Jungredakteure wissen. Die junge Freiheit ist inzwischen das Leib- und Magenblatt einer selbsternannten rechtsintellektuellen Szene. So wie hier in Köln treffen sich in rund zwei Dutzend Großstädten regelmäßig JF-Leserkreise. Deutschtümelei in bierseliger Stammtischatmosphäre. Ich bin stolz, dass ich ein Deutscher bin. Deutsch ist mein Fühlen, Deutsch ist mein Sinn. 2000 Jahre unser Land hielt einem Ring von Feinden stand. Weil immer da ein einig Volk, trotz der Gefahr. Deutscher Erfindergeist erstellt, alle Motoren in der Welt. Raketen, Raumfahrt, Fliegerei empfingen deutsche Jugend bei. Sommer 1991, Skinhead-Fete in Schloss Wippach, ex-DDR. Bei der Skinhead-Hymne entladen sich in der Fangemeinde aufgestaute Aggressionen. Pogo heißt dieser gewalttätige Springtanz der Skins. Die Anhänger solch neudeutschen Brauchtums sehnen sich nach einem richtigen Führer. Also Rudolf Hess, als Person und vom Mensch her, ist natürlich auch Rudolf Hess für mich ein Vorbild. Man könnte also auch sagen, unsere Vorbilder, die haben sie 1946 in Nürnberg aufgehängt. Ne? Ist aber in der heutigen Zeit... Das ist auch das Problem der meisten Jugendlichen, diese Perspektivlosigkeit. Es gibt zurzeit keine Vorbilder. Zeig mir einen, der sagt, Kohl ist mein Vorbild. Ihre Nazi-Vorbildern huldigen die Neofaschisten auch in Szeneblättern. Allein in der Bundesrepublik propagieren derzeit rund 50 Skin-Magazine Rassenhass und Gewalt mit Auflagen bis zu mehreren tausend Exemplaren. Zu den Helden der Bewegung zählt die Düsseldorfer Band Störkraft. Ihr Motto, dreckig, kahl und hundsgemein. Derartige Propaganda für ein deutsches Reinheitsgebot ist angeblich gar nicht wörtlich zu nehmen. Wir reden eigentlich in den Texten von sinnlicher, geistlicher Kraft, nicht von der Kraft, die die Faust betrifft. Deshalb werden viele Texte falsch verstanden, die Fans halt von uns hören. Gegen braunes Gedankengut, verbreitet durch Musik, Zeitschriften und Fanartikel, ist die Justiz weitgehend machtlos. Selbst Insider wie Störkraft-Chef Petritsch und sein Manager Thorsten Lemmer kennen nicht jede Neuerscheinung auf dem wachsenden rechten Musikmarkt. Und viele Platten von Brutalo-Bands wie Kahlkopf, Stuka oder Kraft durch Freude werden nach wie vor frei angeboten. Oh, Brutal, die kommen ja aus der Nähe, ne? Nur vereinzelt ermitteln Staatsanwälte wegen Volksverhetzung oder Aufstachelung zum Rassenhass. Aktiv dagegen sind die Jugendschützer mit mäßigen Erfolgen. Für Störkraftplatten darf zwar nicht mehr geworben werden, weil sie als jugendgefährdend gelten. Dafür gehen sie jetzt als heiß begehrte Ware unter dem Ladentisch weg. Doch der Szeneruhm allein bringt nicht das große Geld. Störkraft probiert daher jetzt eine neue Masche. Reden ist Silber, doch Schweigen ist Gold. Denkt nach, was ihr sagt oder was ihr wollt. Reden ist Silber, doch Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold.
rechter Schmuserock mit verklausulierten Texten. Doch die Fans wissen auch so, was gemeint ist. Rechts, rechtskonservativ, aber nicht rechtsradikal. Was ist der Unterschied? Rechtskonservativ, konservativ so in der Kleidung, ganz normal geben, bürgerlich und eine rechte Meinung vertreten, die aber nicht radikal ist. Die neue Marschrichtung hat Manager Lemmer ausgegeben. Der geschäftige Jungrechte, stets auf der Höhe der Zeit, hat den Trend geortet. Ja, haben Sie eigentlich die Post erledigt? Rechte Kultur in Deutschland wieder salonfähig. Gerade im Bereich Kultur und Medien ist es wichtig, dass die Rechten sich organisieren, weil, ich sag mal so, als Politiker kann man viele Worte gebrauchen, die aber vom Volk, das sieht man ja auch, wie der Beruf als Politiker anerkannt ist beim Volk oder nicht, nicht ganz so viel Intensität haben, wie als wenn man zum Beispiel jetzt eine Platte aufnimmt mit eindeutig rechtskonservativen Positionen. Dort sind die Leute dann eher zu begeistern und ich glaube eben, das ist wichtig, auch die Medien eben, Bücher, Zeitschriften und so weiter. Ist da denn ein Markt da, zum Beispiel für Gruppen wie Störkraft? Der Markt hat sich gerade seit der Wiedervereinigung enorm vergrößert. Störkraft verkauft im Jahr, jetzt im letzten Jahr, weit mehr als 70.000, 80.000 Platten. Der bekennende Deutschnationale hofft zuversichtlich auf weitere Erfolge der Strammrechten. Als Geschäftsführer einer Freien Wählergemeinschaft sitzt Lemmer im Düsseldorfer Rathaus. Der Mittelstandsfascho legt Wert auf Kontakt zum niederen Volksgenossen. Hallo? Alles klar? Die Zeitung gut gelesen? Ja, danke. Zufrieden damit? Ja. Okay. Hallo? Tag? Hallo? Der Jungstratege nutzt die Mini-Fraktion mit zwei Sitzen im Stadtparlament wie sein Eigentum. Vom Chefsessel aus hat er den rechten Rockmarkt fest im Visier. Dieses Potenzial wächst von Tag zu Tag und ich gehe davon aus, dass in Zukunft damit wirklich, dass dieser gesamte Markt der rechten Kultur enorm ansteigen wird. Abozahlen für Zeitschriften, auch diese Musikzeitschrift, Videos, Fan-Equipment und so weiter und so fort. Das wird also, glaube ich, wirklich boomen in den 90er Jahren. Keimzelle für Lemmers deutschnationalen Medienkonzern ist der Verlag Mehr Wissen in Düsseldorf. Ein Drittel der Firma hat er schon übernommen. Auch im Angebot Blütentee-Hexenturm, der Harnsäurelöser. Dessen großdeutsches Geheimnis kennt nur Firmengründer Kurt Winter, Lemmers politischer Ziehvater. Ich denke völkisch. Im Sinne General Ludendorffs, dem Feldherrn des Ersten Weltkrieges, der gesagt hat, ein Volk ist eine Einheit, rein biologisch betrachtet. Und ich bin der Meinung, jeder, der in diesem Volk lebt, mit diesem Volk lebt, aus diesem Volk lebt, der hat die Pflicht, auch wenn er bestimmte Dinge erkannt hat, dafür tätig zu sein, dass dieses Volk, ganz gleich wer immer, gesund bleibt. Die nächste Musikergeneration wird auch schon herangezüchtet. Lemmers Neuentdeckung, die Teenager-Band 0815, und so klingt sie auch. Die Politik, die handelt auch nicht, die labern nur und die handeln nicht, die Politiker. Und das finde ich zum Beispiel nicht in Ordnung. Es wird so viel geredet und kein Sinn irgendwie, ne? Ihr sagt, was die Jugendlichen denken. Natürlich, und also die aus meinem Alters, Freunde sind jetzt zum Beispiel, die denken genauso wie ich, ne? Es gibt natürlich immer ein paar Querdenker, die kenne ich natürlich auch, die Leute. Aber ich meine, mit denen ich richtig festen Kontakt habe oder so, die denken genauso. Auf die Straße ziehen nicht mehr allein stramme Neonazis. Unter ihnen sind viele eigentlich ganz normale Jugendliche im rechten Rausch einer neuen Jugendrevolte. Eine unpolitische Szene, die Politik spielt. Zusammengehalten von künstlich hochgehaltenem Stolz, ein Deutscher zu sein, und von dumpfem Ausländerhass. Ich denke mal, also wirklich mal, dass diese Art von Musik, wie wir sie machen, wir machen zwar noch Musik für eine Minderheit, aber dass es eben auch irgendwo unsere eigene Kultur ist, die wir uns damit geschaffen haben, mit dieser Musik, und die wir eben auch durch die Veröffentlichung auf Platten und so eben auch an einen größeren Grad von Leuten beibringen. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Alte deutsche Volksweisheit. Gestimmt hat sie niemals.